Servus, wir sind heute am Schild. Das ist eine Seillänge beim Luibis-Bodenfall. Gehört jetzt nicht zum klassischen Luibis-Bodenfall dazu, ist aber bei der Topo, die ich habe, aus dem Kletterführer mit oben links eingezeichnet. Man hat jetzt im Internet keine expliziten Informationen großartig zu der Seillänge gefunden. Ich habe ein Bild gemacht, habe einen kleinen Beitrag geschrieben im Blog, verlinke ich in der Beschreibung. Und jetzt gibt es ja auch hier dieses Video. Da will ich auch unten in der Beschreibung die Koordinaten von hier reinpacken und dann eben auch ein Video vom Schild, dass man es findet. Hier hinter uns, Achtung, das ist nicht das Schild, sondern es ist eine andere Seillänge, die zerfällt. Konnte ich keinen Namen finden. Letztes Mal ist hier noch ordentlich Eisschlag gewesen, als wir hier zum Schauen waren. Jetzt ist schon so viel weggeschmolzen, dass es recht sicher ist soweit. Und das Schild hier jetzt 50 Meter. Dann viel Spaß am Video. Ach, das ist Tobi. Schaut vorbei bei seinem Kanal. Sind wir hier aus dem Wald rausgekommen, gerade unsere Gurte angezogen und da sieht man es auch schon schön. Schild unten der Erstteillänge, links ist so eine 30, 35 Meter lange WI 2 bis 3. Rechts eine Rampe, die man wahrscheinlich einfach so hochgehen kann. Gut, links könnte man jetzt halt auch solo gehen, aber es ist ein bisschen löchrig, da haben wir uns entschieden, rechts durch den Schnee hochzustapfen. Kennen wir auch schon. Weil links das haben wir letztes Mal schon mal gemacht, als wir es mal angeguckt haben. Wegfindung ist ein bisschen schwierig hier beim Schild, muss man sagen. Von der Kondition her bin ich jetzt nicht auf dem höchsten Level. Haben jetzt 2 Stunden gebraucht, inklusive Pausen. Vom Parkplatz Stillebach bis hierher. Ist schon eine Weile, Tobi, das ein bisschen schneller hingekriegt. Aber ja, Schild ist schon echt lohnend. Kriegt zwischendurch eineinhalb Stunden hin, je nachdem wie der Schnee halt ist. Hauptseillänge 50 Meter circa. Ist jetzt nicht super dick, aber sieht sehr schick aus. Sehr lohnend. Einsam. Und einsam. Gut, bei dem Zustieg kein Wunder. Wir sind echt früh los. Um 5 Uhr losgelaufen morgens. Ja. Ich glaube echt hier so 5 Meter weiter rein und dann diese bläuliche Ding, wo keine Säulen dran sind, weil keine Zapfen dran hängen. Das wird es wahrscheinlich sein. Schön. Von mir aus kannst du losgehen. Ist voll lustig, sich da selber drin zu sehen. Ja, ist total praktisch auch. Ja. Ne? Man weiß halt, was man hat. Kann man direkt Augenkontakt mit den Menschen haben. Augenkontakt mit Tobi. Jetzt auf OnlyFans. Okay. Sweet. Okay, Con, also. Pass auf dich auf, viel Spaß. Also, check. Ja, du kannst los. Danke. Oh ja. Das war jetzt schon mal schön. Kannst du mal zumachen, Con? Zu! Ja, danke. Warte. Schön!
Oh. Okay. Aber eine schöne Seillänge, oder? Übel. Sweet. Geil. Sweet. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit hier und die einsame Idylle noch ein bisschen zu üben. Heißt, wir haben jetzt hier oben Seil vorbereitet zum Abseilen. Dann oben einen Knoten reingemacht, den an den Standplatz rangeklippt. Hier einen Knoten als Zentralpunkt. Dann kann ich Tobi gleich Nachstieg sichern, der hat sich gerade abgeseilt. Sehr nice. Nachkommen! Jo! Nice! Schön! Voll gut! Gut. Bis gleich. Cool. Jetzt hast du wetten können, dass ein Dinnerblade kommt. Aber steil, ne? Ja. Steil. Ordentlich. Richtig ordentlich. So, ich gehe runter. Ja, bis gleich. Ja. Nice! Ja, auf dem Postweg, ne? Schön. Ja. Ja, letztendlich gibt es hier so eine Rinne und wenn man die theoretisch komplett hochgeht, ist man eigentlich schon beim Schild, ne? Ja, aber es ist natürlich einfacher, rechts und links rumzugehen, selber ein bisschen die Wegfindung drauf zu haben. Das ist schon einfacher als die Rinne hoch, vor allem wenn sie zu dünn ist und einbrechen kann. Zurück nach Stillebach. Zurück an den Autos hier in Stillebach. Ja, war schön, war lohnend. Das war nur eine Seillänge, langer Zustieg. Gut, es sind eigentlich zwei Seillängen, unten die einfache noch, wenn man die mitzählt. Ja. Und ja, langer Zustieg, aber richtig schönes Teil. Man sieht ja auch nur Ibisbodenfall, der ist ja schon ordentlich am Wegschmelzen. Schild kann man von hier nur so ein bisschen sehen, ganz oben. Ja, circa auf 2000 Meter. Mhm. Schöne Sache. Voll gut. Ja, hat sich gelohnt. Jetzt erstmal chillen. Ja. Entspannen. Frühling.